Ja, Roland Pichl, IT Press. Ich bin gerade hier in Hamburg, Überseehafen. Das sieht man ja hier. Jetzt habe ich eine neue Idee, und zwar war ich gerade bei Panasonic. Ich habe hier noch den blauen, wo wir praktisch 3D gemacht haben und HD auch. HD und 3D im Tennisstadion hier im Rotenbaum, Hamburger Rotenbaum, haben sie unten am Platz eine Übertragungssituation von Roland Garros aufgebaut, wo sie dann eben zwei Bilder übertragen, vom linken und vom rechten Auge. Dementsprechend waren sie dann dass sie zwei Kanäle auch übertragen, zwei Eurosport-Kanäle, einen vom linken und vom rechten. Und das wird dann nochmal hochgerechnet, dass sie sechs Bilder zusammenbringen und nicht zwei. Aus zwei Bildern machen sie sechs. Durch Iteration halt. Profilierungsiteration. So können sie dann durch die Shutterbrille 600 Hertz bekommen. Und ein ruckelfreies Bild mit links und rechts an 3D erzeugen. Und jetzt bin ich draufgekommen mit dem Beamer, kann man ja auch schon 100 Hertz machen. Und dass man dann wie früher mit einem, also so Art Ventilator, also Abdeckung macht, dass man einmal den oberen und dann einmal den unteren Beamer ausblendet. Die Beamer werden auf den Kopf gestellt, dass die zwei Okulare sehr nah beieinander liegen, und dann wird ein Beamer auf Umkehrung gestellt und dann wird das Ganze so justiert, dass das Bild, eine Bild genau auf dem anderen liegt, wenn es möglich ist, ohne dass man da Millimeter Unterschied hat. Das heißt, ich habe zwei Beamer mit zum Beispiel 800x600 oder dementsprechend 14x300 Auflösung oder vielleicht sogar direkt HD, und durch den Shutter, der dann eben mit 100 Hertz rumläuft, durch einmal obere und untere Bild, obere und untere und untere und dementsprechend durch meine Shutterbrille auch links drehen, links drehen, links drehen. Und somit habe ich eine einfache Lösung, um praktisch auch 3D mit dem Beamer herzukriegen. Roland Pichl, Fit Consulting, KKG, GmbH und IT Press Limited. Sowie Fachbetrieb für Elektrotechnik und Chemie Fachbetrieb. Ich glaube, jetzt habe ich alles.